will das Verteidigungsministerium radikal gehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn die sein sollte? Virus oder der Pläne des Ministeriums. Eines steht fest. Harans Tage sind gezählt. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir.
Hey, beruhigst du dich vielleicht erstmal, bevor wir reden? Aber sicher, mich beruhigen. Toller Rat, wirklich. Said, dein Problem ist gelöst. Yippie. Okay, dann hau ich eben wieder ab, du Arsch. Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also, ich fertige diese Fackeln für Rais, okay? Fackeln, so wie Signalfackeln? Nein, UV-Fackeln. Die Dinger in der Nacht können sie nicht ab. Wegen dem UV, verstehst du? UV steht für Ultraviolett. Ist so ein Wissenschaftsdingsbums. Verstanden, UV-Fackeln. Und weiter? Nichts weiter. Mein Zink ist mit Fluor verunreinigt und damit unbrauchbar. Außerdem habe ich kein Terpentin mehr. Das ist nicht schwer zu bekommen, aber jetzt ist alles schwer zu bekommen. Und wenn Rais-Männer kommen, um die Fackeln abzuholen? Männer? Psychopathische Neandertaler auf Drogen trifft es wohl eher. Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur Zink und Terpentin. Alles andere habe ich. Alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugdepots. Nur kann jemand wie ich dort draußen keine 5 Minuten überleben. Überraschend, dass jemand wie du es überhaupt geschafft hat. Oh ja, ein Komiker. Haha, lustiger Mann, sehr lustiger Mann. Vielleicht kann ich dir helfen, aber in dem Fall will ich die Hälfte der Fackeln, die du herstellst. Die Hälfte? Niemals, hast du ein Rad ab. Besser auf die Hälfte verzichten, als gar nichts behalten, oder? Na gut, stimmt auch wieder. Seid ihr Tolga und Fatin? Ja, wie konntest du das mutmaßen? Mir egal, wie sein Primatenhirn funktioniert. Wir haben einen Job für ihn. Da hast du recht. Benutze einfache Worte. Verwirr ihn nicht. Die Ausrüstung muss transportiert werden. Und sie ist sehr schwer. Wie schwer? Zu schwer für dich, Affenvieh. Wir werden stattdessen über unseren Köpfen per Seilrutsche befördern. Eine brillante Idee, nicht wahr? Das war meine Idee. War es nicht? Sagt mir einfach, was ihr... Haken! Ist doch offensichtlich! Wie sollen wir die Ausrüstung denn sonst aufhängen? Suche im Lager des Zugdepots. Ob er weiß, was ein Zugdepot ist? Wahrscheinlich nicht. Und beeil dich, diese... Alles, was du mit deinem limitierten vormenschlichen Encephalon erfassen könntest. Versuch erst gar nicht, den Plan zu verstehen. Bloß nicht! Du bekämst ein Aneurysma vor Anstrengung. Hey, ihr sucht doch einen Kurier, oder? Ja,
einen, der sich was traut. Jafar, kannst du dir im Detail erklären. Cornelius? Gute Frage. Du weißt, hatte Cornelius ja nicht einmal promoviert. Aber er erkannte die Abstammung der... So wie Dr. Nur bei dem Wissen nutzlos war. Ist nutzlos. Scheiße. Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib, ich bin nicht mehr bei Rais. Eigentlich war das auch nur eine einmalige... Zur Sicherheit des Turms. Es tut... Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also, was ist los, Jafar? Wir haben Rais Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas und war ziemlich aus dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau. Aber es soll den ganzen Einsturz bringen können. Jemand muss rausfinden, was es ist. Stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den... Man sieht sich dann. Du bist doch Kyle Crane, oder? Ja? Irvin Snowberg. Regisseur der Serie Ausgeweidet, das Zombie-Schlachtfest-Spektakel? Ja. Stimmt dein Begriff? Nein. Die Filme sind sowohl Charakterstudien als auch Sozialkritik. Es geht in ihnen um Typen wie dich, die aus verschiedensten Gründen einen Haufen Zombies erledigen müssen. Aber die Produktionskosten sind ein Problem. Vor allem für das Make-up, du weißt ja. Faulte Schädel, abfallende Extremitäten, heraushängende Gedärme. Und packt man dann noch Explosionen drauf? Ha, Effektzünder kosten ein Heidengeld. Und darum bist du in Harran. Eine einzige Tragödie, klar. Aber hey, Horden von Untoten, die ich für Ausgeweidet 4 gefundenes Fressen in die Luft jagen kann, kosten für Spezialeffekte. Jetzt brauche ich nur noch einen Waffennarren, der die Viecher reihenweise abschlachtet. Und da denke ich an dich.
Hörer und wir ziehen die an. Soll das ein Witz sein? Hast du die Hosen voll? Ende gelegt, verstehst du? Hm.
alle schweben in höchster Gefahr. Bitte geh nicht einfach weiter. Du musst mir zuhören. Mein Name ist Baba Kise und ich bin das Opfer eines uralten Fluches. Ich bin ein Lykanthrop. Ein Werwolf. Zombies. Überall um uns herum. Denkst du etwa, dass sie die einzigen Monster sind, die es hier gibt? Spricht Ayo. Es wird dunkel, Leute. Sucht euch ein Versteck für die Nacht und verhaltet euch ruhig. Bis morgen früh. Yeah.